Herzlich willkommen in Straßburg, der Hauptstadt Europas. Wir werden jetzt die nächsten 3 Tage mit der Kamera in dieser wundervollen Stadt unterwegs sein und wir nehmen euch mit. Viel Spaß! Ganz genau, wie gerade eben schon gesagt, waren wir in Straßburg unterwegs und ich habe ein paar Videos mitgebracht, zu denen ich jetzt die nächsten 5-6 Minuten ein paar Informationen erzählen werde. Anfangen werde ich mit dem Münsterplatz, dem zentralen Treffpunkt in Straßburg. Hier sieht man jetzt schon die erste Attraktion von Straßburg auf dem Münsterplatz. Das ist das Haus Kammerzell. Es besitzt 75 Fenster, welche mit geschnitzten Darstellungen verziert sind. Die Verzierungen zeigen Figuren der Bibel, Sternzeichen und eine Reihe von Musikern. Heute beherbergt das schönste Fachwerkhaus Straßburgs ein Restaurant.142 Meter hoch ist er, der Straßburger Münster, eine der Hauptattraktionen der Stadt und Hauptanlaufpunkt für Touristen. 1439 wurde dann die Notre Dame de Straßburg fertiggestellt und war bis ins 19. Jahrhundert das höchste Bauwerk der Christenheit. Doch schauen wir einmal rein. Innen erwartet uns ein 64 Meter langes und 32 Meter hohes Kirchenschiff und eine Fensterrose, die mit 16 Blumenblättern umrahmt ist. Ein wunderschöner Anblick. Auf der rechten Seite sieht man jetzt hier auch diese grandiose Orgel, die mit Gold verziert ist und die mich sehr beeindruckt hat. Ein weiterer Grund, die Kirche unbedingt zu besuchen, ist die astrologische Uhr. Wenn man aus der Kirche raustritt, sieht man meistens einen Straßenmusiker. Und die sind in Straßburg wirklich sehr gut. Schauen wir doch einfach mal rein. Man könnte ihnen stundenlang zuhören. Aber jetzt an einen anderen Ort in Straßburg. Ab zum Republikplatz. Der Republikplatz war früher das Prunkstück der neuen Herrscher. An einem Ende thront der Rheinpalast, welcher der National- und Universitätsbibliothek und dem ehemaligen Sitz des Landtags von Elsaß-Lothringen, welcher heute das Nationaltheater ist, gegenübersteht. Doch gehen wir weiter zum Stadtteil Petite France. Petite France bekam seinen Namen nach einem kleinen Krankenhaus, wo man das französische Übel heilte. Das französische Übel war die Syphilis, die im 16. Jahrhundert von den Truppen Franz I. verbreitet wurde. Heute ist es ein wunderschöner, am Wasser gelegener Stadtteil mit sehr vielen Fachwerkhäusern und kleinen, schönen Restaurants. Besonders bei Nacht
ist die Petite France sehr sehenswert. Doch verlassen wir nun Petite France und begeben uns in die genau andere Richtung, in Richtung Europaviertel. Doch bevor man zum Europaparlament kommt, muss man erstmal an Arte vorbei. Diese haben ihr Studio genau am Ufer der Ill. Und hier sehen wir es schon, das Europaparlament. Quadratmeter groß ist der Gebäudekomplex und er beinhaltet unter anderem den Plenarsaal mit 750 Sitzen. Eine weitere große Attraktion ist die 8000 Quadratmeter große Kuppel aus Eichenholz. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und um ein Fazit zu ziehen über Straßburg, es ist eine wunderschöne Stadt. Also sie ist nicht zu groß, aber sie hat viele tolle Sehenswürdigkeiten. Sie hat viele sehr, sehr schöne Ecken. Und es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Natürlich kann man nicht alles in einem Video darstellen. Und ich habe nur ganz kleine Bruchteile hier darstellen können. Aber vielleicht wird sich der ein oder andere ja dazu entschließen, mal nach Straßburg zu fahren und wird es alles selber erleben. Zu guter Letzt zeige ich jetzt nochmal, wie wir auf dem Münster hochgeklettert sind und zeige noch ein paar Bilder, wie es von oben aussieht, wenn man auf Straßburg drauf guckt. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und wünsche bis dahin eine schöne Woche. Tschüss!